Hallihallo, hier ist wieder euer Dar Steffen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Jawohl, das dürfte jetzt die Folge für Donnerstag sein, die Donnerstag-Folge. Und ich wünsche euch schon mal einen schönen Donnerstag und viel Spaß mit der Folge. Und wir waren beim letzten Mal bei dem Thema Sport und Formel 1 stehen geblieben. Richtig? So, dann reden wir einfach mal weiter darüber. Noch ein bisschen, vielleicht die Hälfte der Folge, so in etwa. Dann ein bisschen über Fußball oder was anderes mal schauen. Ich soll euch ja auch nicht so langweilen. Und ich habe ja schon gesagt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich sehr freuen. Und euer Feedback ist mir natürlich auch sehr wichtig, dass ich mich ja nicht dumm und fusselig rede und das euch gar nicht interessiert, letzten Endes. Das muss ja auch nicht sein. Daher schreibt es ja bitte in die Kommentare oder als PN, wie ihr auch wollt. Mir ist es egal, wie ihr mir das schreibt. Gott, ich hab's halt mit Reden. Ich brauche einfach nur euer Feedback, um zu wissen, ob ich damit weitermachen soll oder so wie früher einfach nur drauf losquatschen. Ihr habt in der Hand, meine Freunde. Entweder so oder so. Das ist nur Zombie, okay. Wie gesagt, ich würde halt gerne immer mal so ein paar Themen besprechen. Vielleicht nicht immer in allen Folgen, aber so ein Großteil. Halt ein bisschen Sport, Politik, Wirtschaft, Natur, Wissenschaft und so ein Zeug, Filme, Serien und so weiter. Und ja, wir reden jetzt einfach ein bisschen weiter über Formel 1 noch, so etwa 3 Minuten, Hälfte der Folge. Und ja, sagen wir mal so, welches Jahr ist er Hamilton-Meister geworden? Und ja. War auch nicht zu überraschend. Ach sorry, ich muss ja immer übelst gehen. Tut mir leid, dass ich immer gerade wenn ich auf dem so müde bin. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ob ich mal gerade da müde bin, nicht aufnehmen. Das ist schöner Mist. Das stört immer beim Aufnehmen, wenn ich gehen muss. Und ja, gut. Wen würdet ihr denn den Weltmeistertitel gönnen, welchen Formel 1 Fahrer? Wen würdet ihr sagen, der hat sich auch mal einen Weltmeistertitel verdient in der Formel 1? Zum Beispiel, nehmen wir mal hier deutsche Fahrer, Nico Rosberg oder Hülkenberg. Oder mal ein ganz anderer Fahrer, von dem man weniger hört. Schreibt einfach mal in die Kommentare. Weil ich bin mal gespannt, von welchem Formel 1 Fahrer ihr großer Fan seid. Und wenn ihr mal einen Titel gönnt. Und es gibt ja natürlich ja viele Formel 1 Fahrer, mehr als genug. Da gibt es bestimmt einige Favoriten, wo man sagen kann, ja, die können Weltmeister werden. Die haben es da drauf, das Team hat es drauf. Und ja. Wie gesagt, ich gönne es natürlich jederzeit ein Vettel. Natürlich auch bei anderen Fahrern, denen es vielleicht ihr erster Formel 1 Titel ist. Den gönne ich das natürlich auch. Und ja, gut. Vom Einsatz kann ich ja auch übelst in die Länge ziehen, das Thema, weil da gibt es so viel, was man darüber besprechen kann. Die Teams, die Technik, die Länder, wo das ausgetragen wird und so weiter und so weiter. Habe ich noch so viel, okay. Gut, ja. Ich wollte dann nur noch das Stückchen reden darüber. Und dann wieder mal was anderes nehmen. Ihr könnt ja sagen,
ob es euch lieber ist, eine ganze Folge lang über ein Thema zu reden oder mehrere Themen im Wechsel in einer Folge. Kann auch sein, dass ihr lieber habt, Hälfte der Folge das Thema und die nächste Hälfte das Thema, dass es nicht so langweilig wird für andere. Und daher werde ich jetzt einfach mal zum Thema Filme übergehen. Und sag mal, ich bin großer bei Filmen und Serien Sci-Fi-Fan. Anime und Horrorfilme. Und auch gute Komödien oder Western. Ja. Und bei Sci-Fi fange ich einfach mal an. Da mag ich am liebsten Stargate und Star Trek. Ich denke mal, das wird für jeden ein Begriff sein. Star Wars und Stargate und Star Trek. Ich glaube nicht, dass das jemand nicht kennt. Da mache ich am liebsten. Und oh ja, scheiß Müdigkeit. Ich mag dann bei so lustigen Sachen wie Komödien und so ein Zeug, gute Western mag ich Bud Spencer und Terence Hill. Die sind ja auch klasse. Und was mache ich noch so alles? Ja, bei Animes ist es sehr viel, was ich mag. Also, da könnte ich ja euch sonst viel aufzählen. Und ja, haben wir noch so. Hopp, wie viel die? Ja, bei Horrorfilme ist es sowas wie Paranormal Activity. Oder, was gibt es noch so schön an Horrorfilmen, die wirklich gut sind? Walking Dead ist eigentlich auch nicht so schlecht. Also, ich mag die Serie. Gut, könnte schon, sag mal, ein bisschen besser sein. Ja, also, gibt es ein paar kleine Mangos, gebe ich zu. Und ja, was haben wir noch so im Angebot? Muss ich überlegen. Habe ich Faden verloren? Schön. Dann mag ich auch noch sehr. Naja, wie soll man sagen? Von Serien her. Komödien. Big Bang Theory. Wie heißt das andere? Kommt gerade nicht drauf. Two and Half Men. Finde ich auch cool. Und das haben wir noch so ein Angebot. Two and Half Men, Two and Half Men. Es gibt jetzt so viele Sachen, aber ist ich gerade auf die Schlauch und komme auf keine mehr. Schöner Mist. sorry, Leute. Auf alle Fälle gibt es auch sehr viele Sachen, die ich mag, was Komödien angeht. Und ja, ihr merkt, ich bin gerade aus, dass ich auf dem Schlauch stehe, nicht so richtig weiß, was ich reden soll. Da kommt halt davon, wenn man noch nicht so richtig vorbereitet ist, dass man sowas mal macht, ist so über Themen redet, das auch ungewohnt ist. Aber ich denke mal, das werde ich Folge für Folge immer besser hinbekommen. Wenn nicht, lasse es halt einfach sein. So einfach ist es. Aber ich mache das erstmal weiter so. Und schau mal, wie es so bei euch ankommt. Wir hoffen, dass es gut ankommt. Aber naja.
denke mal, da reden wir einfach in der nächsten Folge noch ein bisschen über Filme, weil die Zeit ist gleich um. Da reden wir noch ein bisschen über ein paar Filme und ein paar Serien, die ich so mag. Ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, was ihr so mögt. Dann kann ich das ja auch mal so im Laufe der nächsten Folgen was zu rannehmen, das Thema nochmal. Also aufsehen, was ihr so mögt. Ist kein Problem. Ja, sieht gut aus, ne? Die Wand sieht gut aus. Kann man so machen, oder? Machen wir so eine Wand? Sieht wie so eine Mustertapete aus. Gut. Ja. Gehen wir in der nächsten Part weiter über Filme und Serien. Danach gehen wir mal ein bisschen so Musik über, würde ich sagen. Ich beende die Folge jetzt und wir sehen uns morgen zur Freitagsfolge wieder. Euer Darth Steffen. Einen schönen Donnerstag noch und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Möge die Macht mit euch sein und tschö mit Ö. Euer Darth Steffen. Tschüle lü.